Herzlich willkommen zu Let's Play Diablo 2. Ja, Ton werden jetzt in den letzten Folgen war ja leider ein bisschen wieder laut. Ich habe zwischendurch mal ein bisschen was Neues geholt, gelevelt beziehungsweise auch. Ja, das Ganze ohne euch. Ich dachte, das ist eh langweilig und will keiner sehen. Von daher habe ich das mal nicht mit reingenommen. So, aber gerade hier noch ein paar Sachen. Ja, ich weiß, schlechte Vorbereitung, bla bla bla. Aber was will man machen? Man kann sich nicht auf alles vorbereiten. Also wir haben Neuheits bekommen, wie man hier sehen können. Die Armbrust. Ich dachte, das wäre mal interessant zu zeigen. Dann haben wir noch einen neuen Gürtel. Die Ringe sind geblieben. Wir haben neue neue geskillt. Haben höheres Leben ein bisschen. Und haben dann auch den Talentpunkten nach äußerst gehen. Da haben wir auch ein bisschen was geändert. Hier hatten wir vorher 2. Hier hatten wir auch vorher 1. Also haben wir nochmal ein bisschen, wie gesagt, was geändert. Hier noch ein und hier noch ein. So, damit haben wir schon mal das geklärt. Dann geht es jetzt weiter. Wir waren stehen geblieben im Kloster. This is the site of Andariel's atrocities. Karte anzeigen. Ich glaube, wir müssen einfach nur hier rein. Stirb. So. Ich hoffe, wir kriegen jetzt 10 Folgen voll. Ich hab jetzt, wir haben jetzt Freitag. Ich hab nicht unbedingt daran gedacht, weiterzumachen. Ich wollte eigentlich noch ein anderes Let's Play machen. Und zwar Command & Conquer. Und wenn ihr dazu Lust habt, mal gegen mich zu spielen oder gegen andere. Also was heißt gegen andere, aber gegen mich zu spielen. Würde ich mich auf Anteilnahme freuen, irgendwie über Hamachida. Ich denke mal, wäre eine super Sache, eine tolle Idee an sich. Ja, und wie man hier so schön sieht, wir sterben hier eigentlich gar nicht. Gegen Verschanden werden ein bisschen was angehauen, aber sonst hier gar nichts. Ja, ist aber auch easy, wie du das hier ein bisschen vorgeleffelt. Mal erwähnen. Ich werde das jetzt noch weiter mit dem weiter erwähnen. Wie gesagt, optimalen Einstellungen habe ich immer noch nicht, denke ich. Also wird sich alles noch ein bisschen ändern, da ich unter Umständen sogar bald ein besseres Headset habe. Und zwar das von Logitech, das ja, ansonsten wird dann die Tonqualität, wie gesagt, erstmal besser, denke ich, und zweitens der Rest ohne da davon was. Wir waren bei der Quest stehen geblieben. Ja, finde den Hammer für Jason. Den könnte ich mitnehmen, vielleicht noch. Ich glaube, soll ich da rein, soll ich weiterhin? Ich gehe weiter, oder? Wir haben jetzt 4 Möglichkeiten. Ich gehe mal hier rein. Und wir haben die richtige entdeckt. Da kommt schon der große Schmied, der uns anhauen will. Natürlich vergessen. Den haben wir schon mal Platz bekommen. Zack, tot. Halt mal gucken. Der hat hier nichts besonders fallen gelassen. Da ist auch Chassis Hammer. Den wollen wir ihr selbstverständlich bringen. Gucken wir erstmal nochmal hier rein. Wird nichts.
Dann gehen wir weiter. So, und ich würde sagen, wir geben Jazzy mal erstmal hier einen Hammer ab, was sie dazu zu melden hat. So, yes. Gucken, wir haben nichts zu identifizieren. Wenn das zu identifizieren wäre, naja, egal, würde Deckard Cain das uns erklären. Aber jetzt hören wir erstmal Jazzy. Oh, thanks so much for returning the Herodric Malice. I will now imbue one of your items with magical powers. So, jetzt können wir eine Waffe von ihr verzaubern lassen. Eine Armbrust würde ich jetzt nicht machen von dem, was sie mir hier anbietet. Ich hätte jetzt gerne so eine Armbrust, wie ich sie hätte. Allerdings ohne irgendwas. Ich natürlich irgendwie vergessen kann. Das ist natürlich blöd. Ein paar Bogen will ich jetzt auch nicht unbedingt verzaubern. Oder eine Armbrust will ich auch nicht unbedingt verzaubern. Aber andererseits könnten wir das echt... Machen wir eine Armbrust, was soll's. Oder ich könnte das auch anders da machen. Wo denn? Ich bin gerade ein bisschen ziemlich unentschlossen, normalerweise. Soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Ah, ich weiß, wie ich es mache. Ich lasse euch entscheiden. Was soll ich verzaubern? Ihr müsst mir... Ihr schreibt mir jetzt einfach die Kommentare drunter und ich warte mal ab, was ich verzaubern lassen kann. Und Deckard Cain wird auch noch was verzaubern. It is certain that we face the Demon Queen Andariel, who has corrupted the Rogue Sisterhood and defiled their ancestral monastery. This does not bode well for us, my friend. Ancient Herodric texts record that Andariel and the other lesser evils once overthrew the three prime evils, Diablo, Mephisto, and Baal, banishing them from hell to our world. Here they caused mankind untold anguish and suffering before they were finally bound within the Soul Stones. Andariel's presence here could mean that the forces of Hell are once again aligned behind Diablo and his brothers. If this is true, then I fear for us all. You must kill her before the monastery becomes a permanent outpost of Hell, and the way east lost forever. Puh, jetzt hat er uns irgendwie ein bisschen vollgequatscht mit von wegen sehen. Ja, jetzt hat er uns ein bisschen vollgequatscht, von wegen Seelenstein und blablabla. Ja, kümmert mich jetzt aber weniger. Ich will jetzt weitermachen. Und jetzt... Ich schreck natürlich direkt total, obwohl es nicht mehr aufkommt. Guck mal, wie feige die da hinten stehen. So, Error, ich brauche aber irgendwie Bolzen, das wäre mal ein bisschen hilfreicher. Haben wir wenigstens was richtig gemacht, wir können nochmal zurückgehen. Ich hole mir gerade nochmal schnell Bolzen. Ist ja natürlich auch mal eine Idee. So. Der Idiot geht jetzt einkaufen, warum verzaubert er nicht die Schuhe und Rüstung und Gürtel? Was man nicht verzaubern kann, sind die Ringe und Medaillen, glaube ich. Selten man hat was, wo gar nichts drauf ist, aber... Naja. So, den schmeißen wir weg. Wir machen weiter. Komm! Basanti! Ah, die ist ja immer noch da, ich dachte ich hätte schon wieder ausgetauscht. Ich wechsle ja so gerne. Okay.
Wie man sieht, sterbe ich relativ schnell, weil mein Arm ziemlich stark ist und ich ziemlich Glück hatte mit dem, mit der Waffe. Wie gesagt, hatte ich ziemliches Glück und ich finde die auch gut so, wie die ist. Ist eigentlich eine Waffe aus dem zweiten Akt, die wir eigentlich so nicht bekommen dürfen wahrscheinlich, aber durch das Glück mit dem Gerrit heißt er, oder Creed, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, er hieß Creed, ja genau. Auf jeden Fall, dadurch merkt man aber auch schon wieder, dass man Waffen bekommen kann, die wesentlich mehr Schaden machen. Und was ich auch noch erwähnen möchte hier an dieser Stelle, ist mal ganz einfach die Tatsache, dass ich normalerweise mit diesem Level circa noch zwei Level darunter wahrscheinlich meistens an Daria platt gemacht habe. Ich habe jetzt nur ein bisschen aufgelevelt für das Let's Play hier. Oh mein Gott, ich bin so heftig aufgeregt und laber. Wir sind jetzt im Inneren des Klosters. Die Leute nerven mich. Sehr schön, macht mir gut, treffe mich an. Dann gibt's hier wenigstens ein bisschen Action hier. Ich frage mich gerade. Ach, da oben geht's weiter. Ich wollte gerade sagen, ne? Irgendwas ist hier schief gewickelt. Hop, dann geht's hier rein. Dann kann man den noch erschießen. So. Kleinen Pisser lass ich von der Tussi erledigen. Die erledige ich hier. Mach den Schaden weg. Oh mein Gott, ich sollte. Hop. Oh mein Gott, ich wäre beinahe drauf gekannt. Hop. Hop, what? Oh toll, jetzt haben sie meinen Tussi umgebracht. Ich jetzt wenigstens das Add-on aktiv, könnte ich sie wiederbeleben lassen, aber ich aktiviere es jetzt auch nicht extra dafür. Das hat einen anderen Grund und den werde ich euch später erzählen. Oder beziehungsweise mal schauen. Also wie gesagt, das ist nicht so einfach wie ihr glaubt, was ich hier jetzt dann euch erzählen werde. Ich werde selbst erstmal kaum glauben. Na? Ich kann nur Leute anheuern. Dann nehmen wir dich mal mit. Jetzt haben wir die Page. Page ist, finde ich übrigens, ein schöner Name. Allerdings wüsste ich auch mal gerne, wo der herkommt. Ja, ist also richtig. Ja, der Idiot konzentriert sich lieber aufs Schwätzen als aufs Gameplay. Ist ja unfassbar, dieser Typ. Was will denn der erste Name? Der kann auch nicht mal spielen und gleichzeitig reden. Ich bin... Das sollte sich einfach schämen, wenn er weggleicht. Wobei, mein Freund hat sich entschieden, ne, war, weil ich Let's Play zu machen, nicht auf übliche Art, sondern Walkthrough. Er wollte erst Zelda Let's Play, aber irgendwie findet er sein Mikrofon scheiße. Hat immerhin 50 Euro oder 30 Euro gekostet, wie auch immer. Findet er ziemlich schrottig. Ich sag dazu nur nichts mal, weil wer in meinen ersten Aufnahmen kennt und hier die, wird schon Unterschied feststellen. Locker. Ja, dann sind wir mal im ersten Teil des Gefängnisses. Whitechapel heißt Gefängnis. So, dann gehen wir mal hier ein bisschen. Die sterben. Ich gehe jetzt erstmal so grob rum und guck mir an. Okay, ich gehe erstmal Sachen verkaufen, aber wir sehen uns im nächsten Part. Ciao!